Das zweite Mal geschlafen hat sie zu Hause zwischen 14 und 15. So, mein Mann hat sich gerade die Nase geputzt. Ganz toll. Ja, das nehme ich auf. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Irina von Mamisu und heute gibt es natürlich eine neue Folge unserer Serie Projekt Durchschlafen, und zwar die dritte Nacht und der vierte Tag. Und ich habe mir auch wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse, und ich freue mich, dass ihr da seid. Fangen wir an. Heute ist Tag 3. Und der erste Kindergartentag von Hannah ist wirklich gut verlaufen. Als sie nach Hause gekommen sind, hat mein Mann gesagt, dass sie sehr brav war im Kindergarten, dass sie sich super verstanden hat, dass viele Mädchen in der Gruppe sind. Erst wurde Raffi in den Kindergarten gebracht, in seine Gruppe, und gegenüber ist Hannas Gruppe im Raum daneben. Und mein Mann ist mit ihr reingegangen. Sie haben ungefähr 1 bis 1,5 Stunden gespielt. Und danach sind sie nach dem Morgenkreis, nach dem Get-Together sozusagen, sind sie danach weitergefahren. Und die Kleine ist gleich im Auto eingeschlafen. Sie war sehr müde und hat 1,5 Stunden geschlafen heute am Vormittag. Also auch das, da kann man nicht meckern. Super. Gut. Das zweite Mal geschlafen hat sie am Nachmittag zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr. Ich musste sie dann leider aufwecken, aber sie war nur ganz kurz böse und dann hat sie wieder gelächelt. Sie ist prinzipiell Gott sei Dank ein Sonnenschein. Gut, wir waren dann noch unterwegs, haben ein paar Sachen besorgt und eingekauft. Nach dem langen Wochenende war bei uns der Kühlschrank leer. Ja, wir mussten auch mal was einkaufen. Am Abend ist sie tatsächlich nach 10 Minuten eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob es die Routine ist. An sich bin ich ja ein Fan davon, weil die Kinder sich wirklich entspannen können. Sie wissen, was auf sie zukommt. Der Große war ein Schreibaby und hat das wirklich gebraucht. Wir haben sehr lange gebraucht, um das umzusetzen. Wir machen es beim zweiten Kind deswegen auch wahrscheinlich intuitiver, sehr routiniert. Es ist immer dasselbe, es soll ihnen langweilig werden, wenn wir beginnen mit dem Abendritual, und das hat auch gut funktioniert bis jetzt. So. Wir haben uns bewusst entschieden, dass mein Mann die Eingewöhnung macht, aus folgendem Grund. Bei unserem großen Sohn war es so, dass ich die Eingewöhnung damals alleine gemacht habe. Und Raphael hat sich wirklich sehr schwer getan bei der Eingewöhnung. Er hat sich wirklich an mir festgeklammert, er wollte nicht weg, ich wollte ihn auch nicht zwingen dazu. Es war furchtbar emotional für uns beide. Und im Endeffekt hatten wir beide eher eine unangenehme, schwierige Eingewöhnung, obwohl die Pädagoginnen toll waren, heute noch sind. Es war echt schwierig für ihn. Er hatte viel Angst, er hat lange geweint, und es hat sicher 3, 4 Monate gedauert, bis er entspannt in den Kindergarten ging. Und das auch nicht jeden Tag, das muss man wirklich sagen. Mir tut sich Hannah wirklich gut. Es kann sein, dass das der Fluch der Zeit ist, dass sie einfacher sind in vieler Hinsicht oder dass wir entspannter sind. Wir haben uns von vornherein dazu entschieden, dass zeitlich gut zusammenpasst, weil mein Mann jetzt 2 Monate in Karenz ist, also in der Väterkarenz sozusagen, und ich zeitgleich wieder mehr Stunden aufnehme. Arbeitstechnisch macht er die Eingewöhnung, und nach dem heutigen Tag, dem ersten Tag, sage ich absolut dafür. Er ist sicher weniger emotional als ich, was es dem Kind eindeutig leichter macht. Zudem ist die minimale Distanz, die zum Vater da ist, das klingt jetzt gemein, das ist die Distanz zum Vater. Es ist was anderes aktuell, weil wir noch eine viel innigere Stillbeziehung und ich bin halt der Go-To-Punkt aktuell noch. Und das heißt nicht, dass es für immer so bleibt, aber es ist jetzt so.
Ich möchte nicht, dass sie den Kindergarten als negative Erinnerung oder als erste negative Erinnerung behält. Und deswegen war es definitiv laut jetziger Sicht die beste Entscheidung, dass es mein Mann macht. Um 19.45 Uhr konnte ich tatsächlich aus dem Zimmer gehen und um zu beweisen, dass sie wirklich ganz ruhig einschläft und ich auch dieses Meckern nicht herunterrede. Super. Somit schläft sie effektiv ruhig und gelassen ein und das ist das Ziel. Das ist genau das, warum ich das mache. Ich möchte meine Kinder nicht färbern, ich möchte ihnen nicht die Möglichkeit nehmen, entspannt einzuschlafen. Ich möchte, dass sie gesättigt sind, entspannt sind und in Ruhe einschlafen können, um das Schlafen an sich als Erholung genießen zu können. Aktuell sind wir im Prinzip am Abstillen. Ich habe heute nur noch einmal um 8 Uhr in der Früh gestillt und einmal um 19 Uhr am Abend. Und es ist deutlich weniger Milch. Warum haben wir umgestellt? Warum haben wir einen anderen Schlafrhythmus bzw. ein anderes Setup gewählt jetzt? Der Hund läuft im Hintergrund. Nach dem letzten Entwicklungssprung oder während des letzten Entwicklungssprungs hat sie für ungefähr 2 Wochen extrem schlecht geschlafen. Das ist zwar ganz normal und prinzipiell habe ich damit kein Problem, aber es ist wirklich mühsam für alle Beteiligten geworden. Sie ist ganz normal ins Bett gebracht worden und ist dann alle 20 Minuten aufgewacht und wollte trinken. Beziehungsweise wollte an die Brust. Ich denke persönlich, dass es nicht am Hunger gelegen hat. Ich glaube wirklich, dass es an einem Verarbeitungsmechanismus gelegen hat. Und deswegen habe ich alle anderen Faktoren versucht auszuschließen. Somit hat sie zusätzlich am Abend ein bisschen mehr Brei bekommen. Ich habe es nicht limitiert. Ich habe sie selbst entscheiden lassen, wann sie genug hat. Sie bekam dann ein Fläschchen dazu am Abend, ungefähr 140 Milliliter hat sie die ersten paar Tage, hat sie immer nur 3, 4, 5 Schluck getrunken. Mittlerweile trinkt sie 140 bis 160 Milliliter. Und nachdem der Hunger sozusagen ausgeschlossen war, wollte ich wissen, ob es daran liegt, dass sie im Bett neben uns unruhig ist. Also wenn wir uns bewegen oder wenn wir ins Bett gehen und es knarrt oder knarzt oder irgendwas. Oder der Fußboden macht komische Geräusche. Und das haben wir ausgeschlossen, auch dass die Matratze sich bewegt zum Beispiel, haben wir ausgeschlossen, indem wir sie in ihr eigenes Bett gelegt haben, also in das Reisegitterbett. Und jetzt ist Tag 4. Sie ist eingeschlafen um 19.30 Uhr, kurz auf 19.30 Uhr und ist einmal dazwischen aufgewacht, aber konnte ohne Stillen oder ähnliches in den Schlaf zurückfinden und jetzt ist es 22.04 Uhr. Somit haben wir in jedem Fall gewonnen oder eine Verbesserung erzielt. Ich glaube, das würde ein ganzes anderes Video füllen. Das war's jetzt für den 4. Tag. Ich bin gespannt, wie die Nacht heute verläuft. Ob sie so wie gestern wieder bis um Mitternacht schläft, wäre natürlich voll super. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und drückt auf Abonnieren, dann kriegt ihr immer neue Informationen. Ich bin auch auf Facebook zu finden. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich nutze jetzt noch die letzten Minuten, bevor sie aufwacht, um duschen zu gehen und mein dezent angepatztes Leiberl zu wechseln. Und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
Wieso schläft das Kind nicht? Wir haben heute nicht sehr gut geschlafen. Ich habe sie um 22.30 Uhr zu mir ins Bett genommen, weil sie wirklich geweint hat. Und sie wollte aber kein Fläschchen und auch sonst nichts. Und ja, sie hat dann bei mir geschlafen und konnte wieder ohne Probleme trinken, so viel sie wollte, weil ich konnte sie davon nicht abhalten, ich wollte auch nicht, ich war viel zu müde. Egal, ob das eine schlechte Nacht war oder nicht. Es ist kein Problem. Wir halten das schon irgendwie durch und der Weg ist das Ziel und wir werden immer ein bisschen länger im Bett schlafen und sie lässt sich super beruhigen. Es gibt viele Pluspunkte, aber heute war halt wieder super. Vielleicht kam es einfach von dem stressigen Tag gestern, dass sie mehr Verarbeitungszeit brauchte. Sie hatte, glaube ich, keinen Hunger, wie gesagt, sonst hätte sie sicher vom Fläschchen auch was getrunken. Ich glaube, dass es einfach der Kindergarten viel war und ich lasse die Zeit jetzt einfach mal vergehen und werde schauen, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Gibt es irgendwelche Tipps? Gibt es Tipps, wie ich mich munter halten kann untertags? Oh mein Gott! Ich muss mich jetzt mal kurz frisch machen, damit ich in den Tag starten kann und ja, arbeiten kann. Es sind noch viele Dinge zu erledigen diese Woche. Die Taufe steht in eineinhalb Wochen an. So viele Dinge. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!